Seid ihr eingeschaltet hier mit der nächsten Version, mit dem nächsten Stil, mit dem nächsten Move, den wir jetzt lernen bei 30 Tagen Lern Street Dance in Hope Edition. Ich habe heute jemanden dabei, das ist unsere liebe Franzi aus unseren Tanzkursen hier in Leipzig. In Leipzig, jetzt wisst ihr, wo ich sitze. Es wird so sein, dass ich mit euch, und das weiß sie noch gar nicht, den Move Heel Toe annehme, mal probiere umzusetzen. Ihr werdet feststellen, dass es ganz, ganz oft Heel Toes gibt, wenn man das mal googelt. Es gibt es in unterschiedlichen Stilen, ob das nun jetzt in Hip-Hop Oldschool sich befindet oder bewegt. Auch dieser Seawalk ist mit gerne mit versehen oder halt auch House Dance und so weiter. Ihr werdet jetzt nur hier den, eine Art einfachen Heel Toe, den ich aus dem Seawalk gelernt habe, heute auch jetzt lernen. Okay? Der ist gar nicht so schwer, braucht tatsächlich nur zwei Sachen. Zum einen braucht ihr ein Bein, das vorne ist. Und das andere wird einfach nur von einer zur anderen Seite geslidet. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel das rechte nehme, kannst du gleich mal mitmachen hier. Schön, dass du übrigens da bist, mein Lieber. Ja, so. rechtes Bein ist vorne, genau. Und jetzt kann man entscheiden, möchte ich nach links oder möchte ich nach rechts. Das Gewicht allerdings muss dabei schön weit vor. Das heißt also auf das vordere Bein, auf die vordere Ferse, so viel drauf, dass ihr dann mit dem linken ohne Probleme den Boden sliden könnt. Ist jetzt zum Beispiel bei uns ein bisschen schwierig, wir haben ordentlich Grip. Somit auch gutes Training für uns. 3, 2, 1, probieren wir mal nach rechts zu gehen mit dem Slide. So, dann Gewicht bleibt weiter vorne und ich gehe zur anderen Seite und slide darüber. Okay, hinten ist die Ferse oben, da kommen wir jetzt schon mal eher zum Namen. Heel, Toe, okay? So, probieren wir es nochmal. Einmal mal nach rechts gehen und tap und wieder zurück, tap. So, der Wechsel wird immer ausgeführt, dann wenn man den Slide beendet hat. Kann ich den rechten machen, wäre dann das vordere Bein nach hinten holen und das hintere dann mit einem ganz einfachen Schritt nach vorne. Heißt also, jetzt seht ihr meinen linken vorne, den tue ich mir ran, setze den rechten vor. Das allerdings mache ich mit einem leichten Hüpfer. Und schon bin ich da. Okay, jetzt leiten wir nach rechts und zack. Und wieder zur linken Seite, zack. Und schon habt ihr gesehen, dass wir beides machen können, sogar mit dem anderen Bein. Wir haben jetzt mit rechts gearbeitet und mit links. Drehen wir uns mal um, sodass wir das mal von der anderen Seite zeigen können. Also rechtes Bein vor, tap, slide links, tap. Wechsel, tap, tap, da war der Sprung, slide, wechsel, tap, tap und nochmal. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es geht auch andersrum. Jetzt nehmen wir den linken und setzen ihn rüber zur rechten Seite, slide, tap, tap und wechsel, tap, tap. Genau, das war es tatsächlich schon für den Move heute. Bleibt dran, Leute, und in der Nacht der 10. ungefähr Einheit machen wir eine Combination daraus und dann schauen wir mal, ob wir das langsam gefreestylt bekommt. Auch dazu lade ich jemanden ein. Lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Und danke, dass du da warst. Gerne. So.